Willkommen zum vierten Video. Das ist der Horseshoe-Bett, aber dazu gibt es nachher mehr. Wir haben richtig viel vor in diesem Video. Oh ja, denn wir verlassen den Mormonenstaat Utah und tauchen in Arizona ein. Und hier gibt es endlich wieder richtiges Bier. Und noch mehr Bier. Und noch mehr Bier. Wir wandern nicht nur durch trockene Flussbetten, sondern besuchen einen der bekanntesten Nationalparks der Welt. Den Grand Canyon. Und wahrscheinlich eine der schönsten kleinen Großstädte des Südwestens. Falls ihr übrigens jetzt erst einschaltet, spulen wir nochmal zurück. Denn ich bin Mike, Food-Konnoisseur, Geschichtsfreak und Reiseliebhaber. Und in dieser Vlog-Reihe erfahrt ihr alles, was ihr über den Südwesten der Staaten wissen müsst. Denn wir machen die perfekte Rundreise. Ach ja, und gönnt euch die ersten drei Teile meiner Rundreise. Klickt da oben rechts. Aber jetzt geht es wirklich los. Willkommen zum vierten Video, diesmal in Page. Wir starten diesmal ganz anders mit dem Essen und dann die ganzen Attraktionen und Natur. Aber Mike aus dem Off, willst du nicht erstmal sagen, was dieses Video passiert? Wie im Intro schon gesagt, gibt es hier nicht nur Bier, sondern wir schauen uns die beiden Städte Flagstaff und Page mal genauer an. Denn auch wenn die beiden Städte unterschiedlicher nicht sein könnten, haben sie eins gemeinsam: atemberaubende Natur. Gerade Page ist für seine außerirdisch schöne Landschaft bekannt. The Wave, Antelope Canyon. Aber das ist alles wirklich arschteuer. Deswegen machen wir was anderes. Auch geil und besser für den Geldbeutel. Dazu aber nachher mehr. Klingt doch nice. Wir waren bei Big John's Barbecue. Die haben hier einen riesigen Ofen hinten stehen. Man hat einfach alles gerochen, überall hin, die ganze Straße entlang. War ganz gut. War jetzt nichts Besonderes an Barbecue, aber kann man auf jeden Fall mal gegessen haben. Wir gehen jetzt aber pennen, weil morgen früh geht's dann Page unsicher machen. Unsere Unterkunft ist das Red Rock Motel, das im historischen Viertel liegt. Auch wenn das für Europäer nicht gerade historisch wirkt, oder? Aber in Amerika ist eben auch Motelkultur aus den 60ern was Besonderes. Generell haben wir kaum was zu meckern. Eigene Küche, bequemes Bett und alles ist fußläufig zu erreichen. Vor allem zur Grand Canyon Brewery ist es nur ein Katzensprung. Hier gibt es einige Sorten Craft Beer und eine echt riesige Location, in der man Billard spielen kann, Football schauen und einiges mehr. Lohnt sich also. Perfekte Drink, um den Abend ausklingen zu lassen. Aber jetzt endlich Natur. Denn wir haben genau einen ganzen Tag in Page und den verbringen wir mit euch und das spottbillig. Wir sind hier etwas südlich von Page auf der Navajo Bridge. Das ist die erste Brücke aus dem Jahr 1929, die über den Colorado River gegangen ist. Und das ist eine wahnsinnig schöne Brücke. Das Krasse ist auch, wir haben amerikanische bzw. kalifornische Kondore gesehen. Die sind super selten, da fliegen gleich drei davon rum. Ist ziemlich cool. Das Motto des Tages ist aber so ein bisschen aus der Not eine Tugend machen, weil eigentlich ist Page ja bekannt für die Antelope Canyons, also diese ganzen Slot Canyons wie The Wave und so. Aber die kosten alle sehr, sehr viel Geld, um die 80 Euro, teilweise sogar mehr, weil man eine Führung braucht. Deswegen haben wir uns entschieden, wir gucken uns die Navajo Bridge an, den Marble Canyon und danach noch das Horseshoe Bend. Mal schauen, wie das wird. Direkt hinter der Navajo Bridge beginnt Lee's Ferry und das gehört Gott sei Dank zu dem Nationalparksgelände. Heißt, wenn ihr den America the Beauty Pass wie wir habt, kommt ihr da sofort rein und müsst keine Fee bezahlen. Und das coole Absurde hier ist, bevor wir einen Trail machen werden, haben wir diesen Strand gefunden, direkt am Colorado River. Da hinten sieht man noch die Strömung, die sehr hart ist, also ab und zu sehr wohl Rafting. Aber hier vorne ist es sehr angenehm und hier ist einfach mitten ein schöner Strand. Geil. Nochmal schön entspannt, bevor wir in den Hike gehen. Das coole ist, wenn man sich hier eins von den Kanus schnappen würde, kann man den kompletten Colorado River entlang fahren. Und das bedeutet quer durch den Grand Canyon. Aber dazu kommen wir ein bisschen später. Also nicht zu den Kanus, aber zum Grand Canyon, versprochen.
Wenn man 2 Kilometer weiterfährt, kommt man bei dieser Ranch raus, wo man noch alte Häuser sieht, diese alten Schuppen sieht und auch sehr viele alte Werkzeuge sieht. Sehr, sehr gut erhalten. Das Coole ist, hier kann man auch im Sommer frische Früchte und sowas bekommen, also Peaches, Oranges und Co. Die kann man sich einfach nehmen für den Selbstverzehr. Und ansonsten ist das hier sehr, sehr, sehr gut restauriert bzw. gut im Schuss gehalten worden. Die Familie haben hier von 1886 bis 1934 gelebt. Damals mussten sie dann irgendwann weg, weil sie Polygamie praktiziert hatten und das dann eigentlich schon nicht mehr erlaubt war. Vorher wurde hier noch wild durchgeheiratet. Das war dann aber nicht mehr der Fall. Deswegen mussten sie irgendwann weg. Wenn man sich die Landschaft drumherum anguckt, ist es halt alles sehr robust. Kaum zu glauben, dass hier wirklich was angebaut werden konnte, dann auch noch so viele Früchte. Das zeigt, wie auch schon in Utah, wo wir in anderen Hütten waren und auch in anderen Teilen Arizonas, in was für krassen Verhältnissen die damals gelebt haben und es trotzdem durchgestanden haben. Respekt. Nach dem kleinen historischen Exkurs wird es wirklich Zeit für unseren ersten richtigen Hike in Lee's Ferry. Und zwar den Cathedral Wash Trailhead. Ich hatte euch ja schon vorher gesagt, dass Page bekannt ist für The Way von Antelope Canyon. Das sind sogenannte Slot Canyons und die meisten sind eben nur durch die einheimischen Native Tribes begehbar. Cathedral Wash ist deutlich kleiner, kostet dafür aber auch keinen Eintritt und ist echt sehenswert. Natürlich ist das nicht mit den Slot Canyons von Antelope zu vergleichen, aber hier in den Marble Canyons hat man schon so ein bisschen das Gefühl von so einem Slot Canyon, so ein bisschen das Gefühl von diesen Waves. Man wandert durch ein altes Flussbett, um dann in den Colorado River am Ende zu gelangen. Und den gehen wir jetzt mal weiter. Ich glaube, es sind noch 2 Kilometer und sollten wir irgendwann ankommen. Nice. Ja, und hier haben wir gelernt, 2 Kilometer können eine halbe Ewigkeit bedeuten. Das war also der Schulweg unserer Eltern. Kleines Update, es wird am Ende dann immer steiler, man kommt von da ganz oben. Wir versuchen jetzt mal weiter runter zu kommen, aber ich glaube jetzt ist das Ende erreicht, weil wir müssen jetzt ins Wasser springen und dann ist es auch nicht sicher, dass wir auch wieder hochkommen, weil wir müssen ja immer auch wieder an den Rückweg denken. Deswegen endet es vielleicht jetzt hier, aber bis hierhin war es mega geil, man musste sich selbst seinen eigenen Weg suchen, war richtig cool, hat was von so richtigen Adventure Life, aber ja, lohnt sich. Keine Pfade oder Markierung, Assassin's Creed in real life und das mit einer Fallhöhe von 6 bis 7 Metern. Gar nicht mal so ungefährlich. Wir haben ein bisschen mehr als 2/3 geschafft. Ich bin jetzt hier irgendwie runtergeklettert. Wir kommen von da ganz hinten oben. Da geht es noch tiefer runter. Ich glaube, das ist leider das Ende, weil weiter runter kommen wir zwar, aber ich weiß nicht, wie wir uns wieder hochkommen und ich möchte heute noch was essen. Ne? Deswegen beenden wir das hier. Aber es war mega cool. Einfach dieses, man geht so ein Flussbett entlang und muss sich selbst seinen Weg finden. Keine Marker, nix. Mega cool. Danke fürs Zuschauen hier. Ich versuche mal wieder zurückzukommen. Hoffentlich gibt es noch mehr Videos. Ah. Schauspieler werde ich in diesem Leben nicht mehr. Aber natürlich hätte man auch weitergehen können. Aber dafür hatte ich einfach nicht die richtigen Klamotten. War am Ende doch mehr Klettern als Wandern. Also das perfekte Action-Abenteuer eigentlich. Entspannter ist es dann zum Abend. Denn da wollen wir den Horseshoe Bend sehen. Und das am besten direkt zum Sonnenuntergang. Parken kostet 10 Euro, dafür muss man keine anderen Gebühren mehr bezahlen. Der Weg dahin sind 1,5 Kilometer. Wir sind jetzt kurz vorm Sonnenuntergang. Es ist sehr voll, also es kommen sehr viele Busse abends halt an mit sehr vielen Touristen. Aber ich habe gehört, dass es trotzdem immer noch am besten ist, hier zum Sonnenuntergang zu kommen, obwohl so viele Leute hier da sind. Ich bin gespannt, wir sind gleich da. Der Weg dahin ist wirklich gemütlich in 10 Minuten zu erreichen, um dann diese Aussicht zu genießen. Es sind unheimlich viele Menschen hier, aber es ist einfach phänomenal. Es ist so riesig, man sieht es auf Bildern immer und stellt sich das viel kleiner vor. Es ist einfach abnormal groß, diese Schleife, die der Fluss macht. Es sieht einfach nicht aus wie real. Über uns fliegen übrigens welche mit Paraglidern rum. Sehr viele Menschen wirklich hier, aber mega geil, Leute. Auch wenn die Paraglider passend für mein Videomaterial über uns hinweggeflogen sind, war es doch sehr laut und nervig. Und auch sehr überfüllt am Ende. Meine Empfehlung: Steht lieber früh auf und gönnt euch den Ausblick zum Sonnenaufgang. Dann sind nicht so viele Menschen hier. Für das perfekte Bild kann man übrigens auch an den Rand krabbeln. Absperrung, Fehlanzeige. Das bringt einem auf jeden Fall ganz schön weiche Knie. Und durch diese ganzen weichen Knie und diese ganze Action hier habe ich auch irgendwie Hunger bekommen. Normalerweise gehen wir an dieser Stelle ja mal raus was essen. Aber da wir überraschenderweise eine Küche haben,
habe ich heute mir gedacht, wir sparen mal ein bisschen Geld, weil das Essen geht ist schon ein bisschen teuer. Und ich teste mal eine Pizza für euch, also eine Tiefkühlpizza. Wir waren dafür im Safeway und die hatten mir wieder eine riesige Auswahl. Generell, was die alles an Essen haben, da weiß ich, das ist so viel Auswahl, da weiß ich gar nicht, was ich nehmen soll. Ich habe mich für die DiGiorno's entschieden mit Stuffed Cheese, also Käse im Rand, und bin gespannt, wie die schmeckt. Die Pizza war ganz gut, aber jetzt auch nichts Besonderes, was es bei uns nicht geben würde. Das war es jetzt auch schon aus Page. Also es war mega cool, auch wenn wir am Ende nicht den Antelope Canyon oder The Wave gesehen haben, weil es zu teuer war. Marble Canyon war einer der schönsten Hikes, die ich überhaupt machen konnte bisher, weil es einfach so was ganz anderes mal war, so ein bisschen Adventure-Feeling war. Und Horseshoe Bend, diese Aussicht, einfach Hammer. Jetzt geht's aber weiter in die nächste Stadt. Wir machen uns auf den Weg zur Stadt, die auch als Tor zum Grand Canyon bezeichnet wird. Aber auch selbst eine wunderschöne Innenstadt hat und viele Möglichkeiten für kleine Ausflüge bietet. Die Rede ist natürlich von Flagstaff. Zurück in fast schon unserer Lieblingsstadt, Flagstaff. Ich habe ja schon im Video über den letzten Trip gesagt, wie schade es wir fanden, dass wir nur einen Tag hier hatten. Diesmal haben wir 4 Tage hier und aus vielen Gründen, nicht nur, weil es einfach eine super cute Stadt ist. Ich meine, guckt euch mal die Gebäude hier einfach an. Es gibt super viele Cafés, Brauereien, die wir uns bestimmt noch auch angucken werden, sondern auch, weil es sehr nah an den Nationalparks ist, so wie Grand Canyon oder eben Sedona, und auch, weil die Route 66 hier durchgeführt und man halt die Towns drumherum sehen kann. So viele cute Towns, Flagstaff ist cute, aber erstmal habe ich einen Geheimtipp fürs Essen, weil ich brauche einen Snack. Benannt wurde die Stadt übrigens nach einem Flaggenmast wie diesem, an dem die Flagge der USA gehisst wurde, um den Unabhängigkeitstag zu feiern. Gut, klingt jetzt nicht gerade besonders. Dafür bietet die Stadt aber einiges mehr. Es gibt unzählige Brauereien, die wir natürlich testen werden, aber auch coole Route 66-inspired Neonschriften und natürlich leckeres Essen. Geht in den Historical District, also so historical ist er natürlich nicht, aber für die Verhältnisse schon. Wir sind hier im Tourist Home All Day Café. Hier gibt es die sehr bekannten Churro Cruller oder sowas, also sind sozusagen Donuts aus Churros. Hatten sie heute leider nicht. Wir haben aber die Triple Chocolate Variante genommen, die sehr deutsch sein soll. Bin sehr gespannt, sieht sehr schokoladig aus. Ich teste sie mal. Innen drin, super fluffig, außen richtig geil kross, super schokoladig, Hammer, wir gehen weiter. Falls ihr übrigens keinen Double Choc Donut wollt, auch der ohne so viel Schokolade schmeckt echt himmlisch und hat einen unglaublich fluffigen Teig. Aber keine Angst, auch das Frühstück generell ist sehr lecker und fühlt sich auch nicht so fettig an, wie wir es sonst schon hier in den USA erlebt haben. Dieser Mix aus historischer Altstadt aus dem Ende des 19. Jahrhunderts und diesem Route 66-Flair macht dieses Dorf so besonders. Es ist eine Kleinstadt, das ist klar, aber trotzdem gibt es hier super viel zu sehen. Also diese Downtown, der Historic District ist wunderschön gemacht. Überall ganz kleine Cafés versteckt, kleine Läden, die sehr gemütlich aussehen. Und vor allem die Anzahl an Brauereien und Kneipen ist einfach unglaublich. Hier gibt es auch den Beer Tray, den wir uns bestimmt noch mal angucken werden auf diesem Trip. Aber jetzt erstmal genug von der Altstadt, denn wir wollen jetzt auch mal gucken, ob das Hostel bzw. das Airbnb auch so gut ist, oder? Diesmal haben wir uns für eine Unterkunft entschieden, die etwas außerhalb von Flagstaff liegt. Der Nachteil, man kann nicht einfach nachts zusammen was trinken gehen. Der Vorteil, wir sind bei Dave zu Hause untergekommen. Unsere Unterkunft, also fast schon ein Airbnb, ist glaube ich das Beste, was wir hätten kriegen können. Wir sind hier bei David zu Hause, der eine richtig geile Bude hat. Ist zwar ein bisschen außerhalb von Flagstaff, aber eine große Küche, gemütliches Zimmer. Und der Typ ist absolut Hammer, super lieber Typ. Er hat einen Falken und einen Hund, die er euch gerne bestimmt auch mal zeigt dann. Und es ist super gemütlich. Er macht auch für 5 Euro auch noch Frühstück. Wir haben unser eigenes Frühstück, aber Zimmer ist gemütlich, Dusche schön, alles sauber. Bisher auf jeden Fall die beste Unterkunft, die wir hatten. Aber wir sind natürlich nicht nur hier, um im Bett zu liegen oder den Sternenhimmel zu genießen, sondern wollen Nationalparks sehen. Als wir hier 2019 waren, sind wir nur auf Flagstaff gestoßen, weil es die nächste große Stadt vom Grand Canyon ist. Deswegen auch Tor zum Grand Canyon. Eigentlich braucht der Park nicht wirklich eine Einführung. Immerhin besuchen pro Jahr mehrere Millionen Menschen diese atemberaubende Schlucht.
2019 war es definitiv einer der krassesten Eindrücke. Aber ist das auch jetzt noch so beim zweiten Mal? Was eine unglaubliche Aussicht. Wir sind hier am Grand Canyon und ich kann immer noch ehrlich sagen, das ist die schönste Aussicht, die ich in der Natur jemals hatte. Diesmal aber nicht nur hier oben ein bisschen lang fahren und so ein bisschen die Aussichtspunkte entlang gehen, sondern wir werden den wohl bekanntesten Trail hier machen, aber nur stückweise, den Bright Angel Train. Der geht normalerweise 9 bis 10 Stunden. Wir werden nur 1,5 Meilen machen, also einen Weg, aber es wird mega geil. Hoffentlich bin ich nicht zu kaputt am Ende. Der Grand Canyon wird unterteilt in South und North Rim. Berühmter ist der im Süden, an dem wir gerade sind. Solltet ihr also im Sommer kommen, kann der ziemlich überfüllt sein und dann könnte der im Norden doch einfach interessanter für euch sein. Generell gibt es hier viele Hikes, die bis ins Tal führen. Aber wie schon gesagt, an einem Tag hoch und runter, das geht wirklich nicht. Aber jetzt geht es auf den Hike und wenn es auch nur ein kleines Stück ist. Der Weg runter ist noch relativ leicht. Das Einzige, worauf man aufpassen muss, dass man nicht einen Schritt zu weit nach rechts geht, weil dann fällt man hunderte Meter tief gefühlt. Oder dass man in Muli-Scheiße tritt, weil hier sind natürlich auch sehr viele Mulis unterwegs. Aber die Aussicht ist wirklich insane. Wirklich überraschend, wie trittfest die Maultiere auf dem Weg durch den Canyon sind. Klein und wendig, aber stark genug, um locker Menschen hoch und runter zu tragen. Für mich klingt das aber schon etwas nach Tierquälerei. Deswegen mache ich das nicht und verlasse mich lieber auf meine eigenen Füße und genieße diesen Ausblick. Es geht immer steil nach unten und ihr denkt immer dran, ihr müsst den Weg auch wieder hochgehen. Deswegen nehmt genug Wasser mit und entscheidet euch frühzeitig, wann ihr umdrehen wollt, weil sonst schafft ihr es wieder nicht nach oben. Generell, dieser Hike ist, glaube ich, irgendwie 14, 15 Kilometer lang, dauert 8 bis 9 Stunden. Also man sieht hier super viele Leute mit krass schwerem Gepäck, weil man den Weg nicht an einem Tag hin und zurück schafft. Deswegen übernachten sie unten, mega krass. Wir gehen aber, glaube ich, nur so bis zur 3-Meilen-Grenze. Da ist ein Umkehrweg sozusagen und dann schauen wir mal weiter. Das Coole ist auch, dass dieser Hike halt nicht erst im 19. Jahrhundert irgendwie von Siedlern aufgebaut wurde, sondern als die Siedler hier hinkamen, sind die Havasupai-Indianer damals schon auf diesem Weg gewandert, durch Erosion und Wasser und sowas, hat sich dieser Weg damals schon so entwickelt. Voll cool. Wieder mal ein Zeichen, dass nicht nur die Siedler des 19. Jahrhunderts hartgesotten waren, sondern dass hier schon Menschen seit Jahrhunderten bzw. Jahrtausenden in dieser doch sehr harten Natur überlebten und sich ein Leben aufbauen konnten. Wir haben es zum 1,5-Meilen-Spot geschafft. Wir werden jetzt langsam wieder hochgehen, weil der Weg runter war zwar relativ leicht, aber es war schon sehr, 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 sehr viel. Deswegen gehen wir jetzt langsam wieder hoch. Es gibt natürlich aber noch, wenn ihr weiter runter gehen wollt und mehr Zeit habt, dann gibt es bei 3 Kilometern noch einen Punkt, bei 7 Kilometern noch einen Punkt, 7 Meilen, Entschuldigung, 7 und 3 Meilen. Man kann hier viel weiter runter gehen, aber ich erspare euch jetzt den Weg hoch und zeige euch oben dann von einem schönen Aussichtspunkt nochmal ein schönes Fazit. Fazit Nummer 1 vorweg. Der Weg hoch war echt nicht leicht. Ich bin ehrlich, kennt man einen, kennt man alle. So läuft es bei den Aussichtspunkten hier. Man kann hier wirklich 20 Meilen entlang fahren und kann hier einige Aussichtspunkte sehen. Aber am Ende ist es relativ oft die gleiche Aussicht. Ich empfehle euch, wenn ihr im Winter hier seid, könnt ihr gerne am South Rim so ein paar Hikes machen, wie wir es gemacht haben. Längere, kürzere, darauf kommt es an am Ende. Wenn ihr zum Beispiel jetzt nur 1-2 Stunden habt, reicht es aber auch vollkommen für die Aussichtspunkte. Wenn ihr aber im Sommer kommt und hiken wollt, empfehle ich den North Rim. Ist ein bisschen weiter weg von hier. Also man muss wirklich komplett außenrum 3-4 Stunden fahren. Aber viel ruhiger und trotzdem eine mega geile Aussicht. Lohnt sich auf jeden Fall auch. Und
Nach diesem unglaublich anstrengenden Tag wollen wir aber nicht einfach schlafen gehen. Denn Flagstaff bei Nacht bietet nicht nur so coole Neonlichter. Nein, hier gibt es auch noch einige Läden, die auch am Abend noch voll sind. Vor allem natürlich die Restaurants und Bars. Wenn ihr abends übrigens was essen wollt, empfehle ich Fat Olives. Die sind verifizierte neapolitanische Pizza. Und mein Geheimtipp ist Italian Soda. Das ist half and half Vanillesirup und Carbonated Water. Und es schmeckt einfach so himmlisch. So, jetzt gehen wir aber in die Stadt ein bisschen saufen. Ungelogen, Italian Soda ist eines der leckersten Getränke, das ich je testen durfte. Dieser Geschmack von Milchshake in einer Light-Variante, damit habe ich einfach nicht gerechnet. Aber auch wenn man nicht Bock auf Italienisch hat, kann man hier einiges Geiles essen. Solltet ihr zum Beispiel mal Lust auf einen leckeren Burger haben, empfehle ich euch Diablo Burger. Nicht unbedingt billig, aber definitiv ein echt saftiger Burger. Aber sorry, wir wollten ja eigentlich saufen, ne? In der Brauerei gibt es jede Menge davon. Hier kann man sogar so ein Biertray machen und Stempel bekommen für die ganzen Dinger. Ich habe mir mal so einen Sechser geholt und noch gibt es noch ein paar mehr hier. Ne? Flagstaff mit seinen 70.000 Einwohnern hat bis zu 10 Brauereien. Eine so große Dichte, dass sie sogar einen eigenen Brewery Trail eingeführt haben. Das nenne ich mal Wandern. Man kann also von Brauerei zu Brauerei pilgern und viele dieser Craft-Bier-Sorten testen. Wir waren zuerst bei Lumberyard, wo ich diese Auswahl an Prachtgetränken testen durfte. Danach waren wir dann in der Mother Road Brewery. Generell hat das hier alles einen sehr europäisch offenen Vibe, der mir echt gefällt. Und ich habe noch was Cooles in petto. Es ist warm, es ist sonnig. Willkommen in Sedona. Wir machen unseren letzten großen Hike in der Natur und zwar den Bellrock Courthouse Butt Loop. 4,6 Meilen, ziemlich cool. Wenn ihr natürlich nicht so viel Zeit habt wie wir, dann reicht es auch, wenn ihr hier durchfahrt. Der Scenic Drive ist wirklich cool und ihr kommt sogar dabei durch das Dorf Sedona. Sedona ist nicht nur für diesen unglaublich schönen Scenic Drive bekannt, mit einigen der coolsten Erhebungen im Südwesten der Staaten, sondern zieht immer wieder viele Leute an, die an Tarot und Wahrsagerei glauben. Denn anscheinend soll der Bereich eine besondere Energie ausstrahlen, die dem Übernatürlichen hilft. Hier kann man also auch heilende Steine und so kaufen. Die einzige Energie, die ich hier spüre, ist Sonne und das genieße ich. Nach den Höhen von Utah mit Schnee und Eiseskälte ist es überraschend schön, nicht in drei Lagen Klamotten rumzulaufen und die Wärme tanken zu können. Das Dorf selbst bietet sonst natürlich noch einige Essensmöglichkeiten und ist ganz hübsch mit den Bergen im Hintergrund. Aber wenn man sich die so anschaut, juckt's einen in den Fingern oder eher in den Füßen für den nächsten, beziehungsweise eigentlich auch unseren letzten großen Hike auf unserer Reise. Krass! Im State Park machen wir den Bellrock Courthouse Butt Loop, benannt nach diesen schönen Erhebungen. Wir machen eine große Runde um diesen Berg und können die Aussicht auf den schönen Wanderweg genießen. Der Hike ist sehr angenehm und auch in 2-3 Stunden locker schaffbar. Man kann die natürlich alle verlängern und noch mehr Zeit hier verbringen, aber ich bin ehrlich, wir haben echt sehr viel Natur in den letzten Wochen gesehen und jetzt wird es Zeit für was ganz anderes. Da Flagstaff ja direkt an der Route 66 liegt, haben wir uns die Zeit genommen und uns zwei alte Kleinstädte an der All-American Road angeschaut. Ja, Flagstaff hat natürlich nicht nur die Nationalparks wie Grand Canyon oder National Forest wie Sedona, den wir uns angeguckt haben, sondern ist ja auch an der Route 66. Wir gucken uns noch andere Dörfer an und deswegen sind wir jetzt in Winslow. Hinter mir die kleinste Kirche der Welt. Kein Highlight. Winslow ist aber ganz cute. Liegt direkt an der ehemaligen Route 66, die es ja eigentlich nicht mehr gibt. Ist eine All-American Road. Jeder hat, glaube ich, schon mal von der gehört. Gerade in den 50er Jahren war sie riesig. Hier sind natürlich jetzt sehr viele Dörfer ausgestorben an der Route 66. Aber hier in Winslow gerade gibt es noch so ein bisschen was über die Geschichte und noch ein, zwei Straßen, wo man ein bisschen was sehen kann. Das gucken wir uns noch ein bisschen an. Aber es lohnt sich nur, wenn man wirklich in der Nähe ist. Und von hier aus fahren wir noch ins weitere Dorf. Ne? Eins haben wir noch dafür. Die Route 66 lebt natürlich von dem Nostalgiefaktor der guten alten Zeit, wie einige sagen würden. Und das spiegelt sich auch im Essen und Trinken wieder. Ich habe hier meinen ersten Cola-Float probiert. Auch wenn es in Winslow nicht so viel zu sehen gibt, wir sind hier im Sip Shop und haben uns das mal richtig original
50er-Jahre Route 66-Teil geholt. Und zwar ein Float, heißt also ein Soda mit Eiscreme. Ich habe mir jetzt also Vanilleeis mit Cola, also wirklich Cola, geholt. Und es schmeckt einfach super geil, weird. So ein bisschen wie das Cola-Eis, nur irgendwie geiler. Generell solltet ihr euch auf jeden Fall einen Reiseratgeber gönnen. Wir hatten den von Rough Guides. Denn gerade auf der Route 66 gibt es viele kleine Highlights, die man sonst einfach übersieht. Zum Beispiel haben wir an diesen Two Arrows gehalten. Mittlerweile steht nur noch einer. Aber es hat auf jeden Fall einen Neukölln-Vibe in der Wüste. Auch mal interessant. Aber jetzt geht es wirklich nach Williams. Williams lohnt sich auf jeden Fall viel mehr als Winslow. Hier gibt es einiges zu sehen. Ist auch der perfekte Mix zwischen Wild Wild West Feeling und Route 66, weil hier nicht nur die Zugstrecke durchfährt, die so dieses Wild Wild West mitgebracht hat, Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts, sondern auch die Route 66, die in den 50er Jahren so extrem geboomt ist. Deswegen sieht man hier überall diese Neon-Schilder, die damals so bekannt waren. Steak-Restaurants, Barbecue-Restaurants, hat einfach dieses Feeling der 50er Jahre. Natürlich auch sehr viel leerstehen und kaputt. Hat aber irgendwie so seinen eigenen Charme. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man die Route 66 fährt, sollte man in Williams halten. Winslow muss man nicht unbedingt halten, hat nicht so viel hergegeben. Dafür kann man hier in Williams echt einige coole alte Gebäude sehen. Motels oder auch Restaurants. Lohnt sich echt. Hätte ich mir in Winslow nicht diesen riesigen Cola-Float reingezogen, wäre ich hier definitiv noch irgendwo reingesprungen, um mir einen Milchshake zu gönnen. Die sehen echt gut aus. Aber ich verspreche, im fünften und letzten Teil zeige ich euch den besten Milchshake der Welt. Die Route 66 fängt nämlich jetzt erst richtig an. Von hier ist es auch nicht weit bis zu Seligman und Kingman. Die lohnen sich auf jeden Fall auch noch, wenn man Route 66 abfahren will. Also wenn man eh in Richtung LA fährt. Die machen wir aber im fünften und letzten Video. Das heißt, für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr sonst irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Subscribe gerne. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Und was passiert im letzten Video? Mike, kannst du mal kurz übernehmen? Natürlich. Im fünften und letzten Video schauen wir uns die großen Highlights der Route 66 an. Milchshakes, geile Karren und weirde Läden. Aber wir springen endlich auch an den Pazifik. San Diego ist einer der schönsten Urlaubsorte der Welt. Und am Ende gibt es ja nochmal den versprochenen Deep Dive in Los Angeles. Und ich kann euch jetzt schon sagen, irgendwie hat mich diesmal Los Angeles doch erwischt. Wer hätte das gedacht? Bleibt also dran, wenn ihr wissen wollt, wie Los Angeles mich abgeholt hat. So, jetzt geht's aber ab in die Highlights.